Das Leben fängt ja an mit einem Einatmen. Und unser Leben endet einfach mit einem Ausatmen. Und dazwischen, da haben wir einfach alle ein Leben. Manchmal sehr kurz, manchmal sehr lang. Und was bedeutet ein Leben einfach in uns, in einen Alltag? Was für einen Weg gehen wir, wenn wir was treffen, wenn wir einen Partner oder jemand anderem begegnen? Was ist es einfach, dass wir immer wieder uns reizt, dass wir weitergehen? Aber in den letzten 8 Jahren habe ich mich sehr viel in rein geguckt, weil es einfach zu viel war. Ich habe gesucht Liebe, Akzept, Anerkennung außerhalb mir selbst, in der Welt. Und plötzlich war es einfach zu viel für meinen Körper, mein Geist. Hat aufgehört und ich habe Angst, wie verrückt. Und hat mehrere Jahre, muss aufhören, was ich gemacht habe und so weiter und so weiter. Alles ist fast wieder gut, das schwingt immer so. Aber der Atmen hat mir sehr viel geholfen. Wo Jeppe mir gesagt hat, wir werden die Museumswende malen, bin ich schon so ein bisschen ins Stottern gekommen und habe mir überlegt, die Museumswende malen, das ist ja immer so ein bisschen heikel. Und dann habe ich mich wirklich begeistern lassen, weil ich habe einfach gesehen, der Raum hat wieder so eine unglaubliche Präsenz und man fühlt sich wirklich wohl jetzt auch in diesen blauen Räumen. Die erste, was man sieht, wenn man hier reinkommt, ist die Aquarelle. Die geht auch um die Ecke. Das gibt insgesamt über 5000. Ich habe angefangen da in 2009. Aber es geht einfach über ein Gefühl rauszukriegen. Ne? Und das ist alles Mögliche. Das geht über schöne Sachen, über sehr traurige Sachen, über Angstzustände, über dass ich meine Frau vermisst oder meine Kinder gar nicht wahrnehmen kann. Da über alles Mögliche, dass die Ausstellung absagen, dass ich nicht traue, mich nicht zur Öffnung zu kommen. Und die Aquarelle hat zu tun mit meinem Stiefvater, der letztes Jahr gestorben ist. Er war 90 fast. Und er war der Künstler, er war der Maler, der mich inspiriert hat, Kunst zu machen. In 90, 91, mein erster Aquarell. Und da war ich 2 Monate bei meiner Mutter in ihr Haus und hat er geholfen. Ich und meine Mutter und meine Großschwester hat geholfen, erst so langsam zu sterben zu Hause. Und das war klar, diese Begegnung, dass man erstmal. Er schwimmt so zwischen die Welten, was ich glaube. Er hat einfach Sachen gesagt, dass er mir so bestätigt, dass es mehr gibt, denn nur hier und jetzt und dass wir hier ist. Aber klar, auch zu spüren, jemand das langsam ausatmen, was du sehr lieb. Hier ist ein Spiegel, das sich so mal dreht, hat eine Gradzahl und wie man sieht, da hat eine Flecke geht einfach da lang und eine geht da lang, dass sie nebeneinander, sagt man, geht so quer und ziehen einfach die Raum zusammen oder voneinander, egal was für eine Spiegelung, dass die Aquarelle, die Boden und die Decke einfach zusammenziehen. Der Spiegel ist so ein Ding, dass ich habe angefangen Spiegel, weil das mir selbst war. Ich gucke mich selbst, da war ein großes Ego vor 10 Jahren da, dass ich einfach sage, was ist das hier mit mir? Warum ist es interessant, die Umgebung oder Galerieraum zu spiegeln? Was ist das da? Was ist das da tief drin in dieser kleinen Junge, der einfach sehr verletzt ist, klar, mit getrennten Eltern oder drogenabhängige Mutter und so weiter. Alles ist wieder gut, was ich auch gestern gesagt habe. Aber klar, was trägt man sich mit in sein Leben? Irgendwann fand ich das so interessant, wie man in sein Leben manchmal in einen Käfig reingehen. Man kann vielleicht rausgucken, man kann Leute sehen, Gefühle sehen. Da habe ich einen Spiegel reingehängt, dass man einfach sich selbst begegnet in diesen Käfig. Und manchmal löst sich Angst sich auf.
Leitpavillon heißt es. Das ist einfach jemand, dich einem Kunstwerk begegnet, steht diese ganz schöne Pavillon am Raum, in Raum vom Licht. Man steht hier drin. Ihr könnt immer auf die Fahrrad sitzen und jemand die Kunstwerk aktivieren für alle. Was ist einfach entstehen diese Interaktivität, aber auch dieser Raum, diese Atmen im Raum. Aber wenn man hier stehen, wie so ein Atmen, geht es wieder auf langsam und bekommt einfach diesen Raum wieder, wie unser Atmen einfach langsam entstehen. Aber so bleibt man fit. Ich glaube, das, wir behalten dich. Eine kurze Geschichte. Ich habe jemanden kennengelernt, einen Bodhisattva Lama in Thailand. Und er hat mir erstmal Klangschaltherapie gegeben auf dem Körper. Dann habe ich gedacht, ich mache mal ein bisschen Farbe rein und gucken, was da passiert. Und das, was passiert, ist einfach, dass man hat eine Frequenz, klar, in die Schale sowieso, was man hören kann. Und wenn man reingucken, dann sieht man einfach auch, dass da eine Frequenz entsteht, also ein Frequenzbild in das Ding, in das Farbe. Und man kann einfach langsam auch so machen, dann hört man auch. Sein eigenes Spiegel, sagen wir, sein eigenes Bild. Ihr geht noch mal rein hier, bisschen mehr. So, genau, ihr mir auch. Genau. Ihr bleibt da. Kommt ein bisschen hier raus zu mir. Genau. So, 1, 2, vorsichtig, 3. Komm, setz dich hin. Setz dich hin. Hinsetzen. Okay, wenn ich kann, dann lasst eure Arme.